jeweils verloren. Olympiasieger aber mit der Mannschaft. Er hält den Schläger fast wie ein Füllfehler in der Hand. Früher hat man da nur im EM-Team der deutschen Mannschaft. Bei den Titeln war er immer dabei. Sehr schön gespielt von Baum. Wenn Sie jetzt in der Zeitlupe mal auf die Rückhand des Chinesen schauen, da spielt er mal mit dem roten, mal spielt er mit dem schwarzen Belag. Von den Belägen her ist es nicht der große Unterschied, aber von der Technik her doch ganz anders. Der Fehler. Jawohl, 11:8. Wartet Baum 4:1. Boah, fantastisch. Fantastisch. Und da war sie wieder, diese Hennholder Rückhand. Die andere Seite. Tischtennisgeschichte Chinas. Zum Punktgewinn. Starkes Spiel von Baum. Tja, jetzt dreht er das Ganze aber sehr schnell hier. Unbeeindruckt abräumen. Insofern sind sie durchaus auch mal interessiert, dass es noch mal spannende Wettkämpfe gibt. Toll gespielt von Baum. Super Return. Gern. Der Tisch muss absolut glatt sein. Es darf kein Staub, keine Feuchtigkeit drauf. Oh, fantastisch. Tja, jetzt zeigt er ihm, wo der Hammer hängt. Er kann sich noch qualifizieren in 14 Tagen in Luxemburg. Und sich dieses Match anschauen und natürlich, wenn es denn am Ende wieder. Aggressiver ist. Hier ist die Rückhandfehler des. Satz. Wang Hao serviert zur Weltmeisterschaft. Und da ist es passiert. Mit 3:0. Am Ende der erwartet klare Sieg für den Rekordweltmeister. Tja. Große Freude sieht anders aus. Sollten Weltmeisterschaften wirklich schon zur Routine werden? Also recht verhalten dann doch der Jubel hier im chinesischen Lager. Aber okay, so sind nun mal die Kräfteverhältnisse. Patrick Baum winkt ab. Er weiß, da hat er noch mal eine Chance gehabt, vielleicht in den fünften Satz zu kommen. Auf jeden Fall hat er besser gespielt. Timo Boll hat exzellent gespielt. Hatte in seinem ersten Match Zhang Jike am Rande der Niederlage. Dmitri Ovtcharov gegen Malong mit 0:3 verloren, aber auch zwei Sätze mitgehalten, exzellent gespielt. Die Chinesen gewinnen. Da ist dann heute Abend vielleicht doch der ein oder andere Reiswein drin. Auch mal bei den Chinesen, sie haben sich hier etwa 10 Kilometer entfernt einquartiert, haben sich das Hotel extra ausgesucht, um in Ruhe arbeiten zu können.
und ohne Zweifel. Sie sind der Mann, der viel Anteil am Aufbau des deutschen Tischtennis hat, der diese Mannschaft auch mitgeprägt hat als Trainer, nämlich Dirk Schimmelpfennig, der steht jetzt bei meinen Kollegen.